Netflix hat ein ziemlich hartes Jahr hinter sich. Der Service hat knapp 1,2 Millionen Abonnenten verloren, die Aktie ist zeitweise eingebrochen, die Kampfansage gegen Passwort-Sharing läuft eher mittelmäßig, parallel gibt es immer mehr Konkurrenz. Hulu, Disney Plus, HBO Max und Amazon Prime Video wachsen. Und so auch der Druck auf Netflix. Wie kann sich der Streamingdienst weiter vergrößern? Die mögliche Antwort: Games. Netflix bietet seit einiger Zeit Videospiele an. Zum Beispiel mehrere Titel extra zu Stranger Things. Doch bisher scheint Netflix Games ziemlich kolossal zu floppen. Woran liegt das? Und was kann man daraus über die Spieleindustrie lernen? Dieses Potenzial oder die Chance, die eigentlich da drin wäre mit den Marken, die Netflix hat, die haben ja große Namen, also große Serien, mit denen man so viel machen könnte, die wird da, ich sag mal vorsichtig, verpulvert. Dave must have like screwed up time. Kennt ihr das? Manchmal sind Inhalte bei Streaming-Anbietern verfügbar, dann wieder nicht. Häufig variiert das Angebot je nach Land, in dem man sich befindet. Jetzt kann ich leider nicht jedes Mal in die USA jetten, damit man Disney Plus geilere Shows hat. Dafür gibt es NordVPN. Mit einem VPN kann man virtuell seinen eigenen Standort ändern. In wenigen Klicks bin ich hier oder hier oder hier und kann mir Shows oder Filme geben, auf die ich in Deutschland keinen Zugriff habe. Das geht natürlich auch andersrum, ich bin am Ballermann, aber hab Bock auf die ARD-Mediathek. NordVPN hat noch viele weitere Funktionen, wie einen integrierten Bedrohungsschutz, der dich vor schädlicher Werbung schützen kann. Vorsicht, das heißt nicht, dass man völlig bedenkenlos durchs Internet eiern kann und 100% anonym und geschützt ist. Unter nordvpn.com/simply kriegt ihr einen exklusiven Deal auf einen 2-Jahres-Plan. Anlässlich des 11. Geburtstages von Nord gibt es einen Monat und ein Geschenk gratis dazu. Gaming war noch in den 90ern verhältnismäßig klein. Innerhalb der letzten 2 Jahrzehnte ist die Industrie allerdings explodiert. Heute spielt die Gaming-Branche Milliarden ein und ist größer als die Film- und Musikindustrie zusammen. Klar, dass große Tech-Konzerne auch bei diesem Medium ein Stück vom Kuchen abhaben wollen. Häufig scheitern sie allerdings ziemlich kläglich. Ende 2019 steigt Google mit Stadia in die Branche ein. Der Konzern will Gaming revolutionieren, kauft zahlreiche Studios und verbrennt Millionen für Marketingkampagnen. Our vision for Stadia is simple. One place for all the ways we play. Nur 3 Jahre später wird Stadia eingestellt. Unser Video dazu ist gealtert wie Milch. Mit nur einem Klick kann man direkt in jedes Spiel eintauchen, ohne es runterladen zu müssen. Man braucht keine Konsole oder guten PC mehr. Amazon kauft bereits 2014 Twitch für 940 Millionen US-Dollar. Guter Move. In den folgenden Jahren sackt der Konzern dann allerdings zahlreiche Studios ein und investiert hunderte Millionen mit dem Ziel, eigene Games auf den Markt zu bringen. Eines dieser Spiele soll aus dem Herr-der-Ringe-Universum stammen. Es wird nach nur 2 Jahren Entwicklung eingestampft. Crucible, ein Multiplayer-Spiel angelehnt an Fortnite, wird 6 Jahre lang entwickelt und kostet einen 2-stelligen Millionenbetrag. 2020 stellt Amazon auch dieses Game ein. Apple Arcade ist auch nicht gerade ein Hit. Aber der Konzern verdient eh so viel mit In-App-Kaufbeteiligungen, das passt schon. 30% von jeder Transaktion. Netflix will es anders machen. Der Streaming-Service kauft 3 kleinere Entwicklerstudios. Bossfight Entertainment, Next Games und Night School Studio. Und seit November 2021 bietet Netflix die Spiele dieser Entwickler innerhalb der Netflix-App auf dem Handy an. Die Spiele sind dabei Teil des normalen Netflix-Abos. Es gibt keine Zusatzkosten, keine Werbung und jeder Abonnent hat freien Zugriff. Der Gedanke ist eigentlich ziemlich smart. Man baut keine komplexe Game-Streaming-Plattform oder versucht, ein neues Abo zu verkaufen. Netflix hat bereits über 230 Millionen User und man bietet ihnen einfach eine neue Entertainment-Möglichkeit. Doch trotzdem funktioniert das alles nicht so richtig. Die Spiele auf Netflix werden im Schnitt von 1,7 Millionen Usern täglich gespielt. Das klingt vielleicht erstmal nach vielen Leuten, entspricht aber weniger als 1% aller Abonnenten. Für diesen sehr schlechten Wert gibt es 3 Gründe. Erstens, Netflix Games hat ein Plattformproblem. Du kannst Netflix Games nur nutzen, wenn du ein Smartphone oder Tablet mit der Netflix-App hast. Doch nur etwa 10% aller User streamen Netflix über ihr Smartphone und nur 5% über ihr Tablet. Die meisten Menschen geben sich zeitlose Klassiker wie Too Hot to Handle logischerweise auf dem Fernseher. What language is that? I don't know. Harry from Australia and I literally have no idea where that is.
Das heißt, Netflix Games ist für den Großteil der Abonnenten nicht nutzbar und vor allem auch nicht sichtbar. Das bringt uns zu zweitens. Netflix Games hat ein Marketingproblem. Die große Mehrheit der Netflix-Kunden weiß nicht, dass Netflix Spiele anbietet. Kurz nach der Veröffentlichung kannten 25% aller Amerikaner laut einer repräsentativen Umfrage Netflix Games. 10% sagten aus, sie hätten viel von Netflix-Plänen gehört, während 15% immerhin ein wenig davon mitbekommen hätten. Im Januar 2022 wurde die gleiche Umfrage nochmal durchgeführt. Dieses Mal kannten nur noch 17% der Leute Netflix Games. Was ist da passiert? Haben die Leute den Service einfach wieder vergessen? Leanne Lump gehört zur Führungsspitze des Gaming-Teams bei Netflix. Gegenüber dem Sender CNBC hat sie Folgendes gesagt. Wir experimentieren und lernen noch, was unsere User tatsächlich anspricht und was sie überhaupt spielen wollen. Deshalb halten wir die Dinge noch ruhig. Wenn man das böse übersetzen will, wir rühren die Werbetrommel nicht, weil unsere Spiele noch nicht gut sind. Und das bringt uns zum eigentlichen Kern des Ganzen. Drittens. Netflix Games hat ein Games-Problem. Auf Netflix gibt es inzwischen über 40 Spiele. Auf den ersten Blick sind da auch echt ein paar gute dabei. Beispielsweise Into the Breach, ein Strategiespiel, das an eine Art Sci-Fi-Schach erinnert. Das Spiel wurde von dem Studio entwickelt, das 2012 auch das legendäre Faster Than Light rausgebracht hat. Wer weitergräbt, findet noch Oxenfree. Das Game ist ein übernatürlicher Thriller mit einem intelligenten Dialogsystem. Hier kannst du mit deinen Entscheidungen die Story beeinflussen. Abgesehen von diesen Ausnahmen ist der Katalog dann aber doch relativ ernüchternd. Die Spiele sind häufig eher kleine Zeitvertreiber. Viele Themen werden sehr banal abgehandelt und es ist am Ende immer eine Art Candy Crush, nur mit einem neuen Namen drauf. Das ist Alex. Manche kennen mich als Alexi Bex im Internet. Meine Mutter sagt immer Alexander zu mir. Er ist ein absolutes YouTube-Urgestein, macht diverse Inhalte, viel zu Technik und Spielen zum Beispiel, und hat sich bereits vor einiger Zeit mit Netflix Games beschäftigt. Das Hauptproblem war, glaube ich, meiner Meinung nach damals, dass viele Spiele einfach schon draußen waren, in den regulären App-Stores, teilweise auch kostenlos. Und Netflix hat sie einfach nochmal neu verpackt und bei denen reingesteckt und in so eine Art Age davor gepackt, dass man unbedingt Mitglied sein muss, um diese Spiele dann noch spielen zu können. What a night, huh? Und Alex ist nicht allein mit seiner Kritik an dem Konzept. I think Netflix has an idea without a plan. Das ist Michael Pachter. Er ist Managing Director bei der Investmentfirma Wedbush Securities und fokussiert sich dabei vor allem auf Games und Streaming-Anbieter. If Netflix is serious about being in the business, they're going to have to buy some content. They're going to have to buy Activision and make Call of Duty exclusive to Netflix subscribers, and then they'll sell a lot of subscriptions. It's unlikely that Netflix will make that type of acquisition, but it's hard. They're offering you something that you don't really care about. Netflix macht auf gewisse Art und Weise trotz aller Anstrengungen einen typischen Fehler. Large tech companies, they focus on distribution over content creation. Das ist Joost van Dreunen, Dozent für Business of Video Games an der NYU. Er ist außerdem der Autor von One Up: Creativity, Competition and the Global Business of Video Games. They're not really in the business of making content themselves, and so they will always emphasize distribution over content creation. Purely because that's their business. Ein bisschen so wie Netflix vor 10 Jahren. Damals hat der Streaming-Anbieter selbst kaum Content produziert und vor allem Inhalte von Drittanbietern lizenziert. Dinge wie Breaking Bad oder How I Met Your Mother zum Beispiel. Dieser Fokus auf Plattformen, auf Abo-Modelle und Vertriebswege lenkt davon ab, wie man die Gaming-Branche wirklich dominiert. Mit Spielen. Oft wirkt es so, als hätte im Silicon Valley nur Microsoft das seit jeher verstanden. Der Konzern hat zwar auch die Plattform, aber kauft trotzdem ein Franchise nach dem anderen. So viele, dass einige von einem sich anbahnenden Monopol sprechen. Van Dreunen denkt übrigens gar nicht, dass Netflix Games so ein Flop ist. So the initial batch of mobile games, I thought was very, very well executed. Their mobile games are pretty. They're intuitive, they have their own little style. It's hard to find fault in what they've presented so far. Das kann man so interpretieren. Andere sehen die Spiele deutlich kritischer. Wie kann man nur als so großer Name, der eigentlich für Qualität steht, nun so eine Scheiße rausbringen? Momentan abonniert wahrscheinlich so gut wie niemand Netflix, um die Games der Plattform spielen zu können. Und so gut wie keiner der Abonnenten spielt sie. Netflix can succeed if they develop a hit. Ich glaube, die allererste Serie bei Netflix
war, glaube ich, Marco Polo. Damit sind die, glaube ich, bei uns an den Start gegangen. Und wenn ich so drüber nachdenke, geiles Open World, geiles Thema. Stell dir mal vor, Netflix Exclusive, das Spiel zu Marco Polo, was da alles für Möglichkeiten werden, zu entdecken, was man für eine Grafik dann reinballern könnte mit Unreal Engine 5, die Landschaften, wie das aussehen könnte. Games könnten die Plattform im Streaming-Krieg attraktiver machen. Aber bis dahin ist es noch ein sehr, sehr weiter Weg. Ich glaube, so wie sie es bisher behandelt haben, nicht daran, dass Netflix daraus noch ein großes Ding drehen wird. Und mal ganz ehrlich, ist für Netflix die beste Chance, die Nummer 1 zu bleiben, nicht eh einfach guter Content? Dafür haben zumindest die ersten 231 Millionen Menschen den Service irgendwann mal abonniert. Cheers! Hast du Bock, irgendwie noch zu sagen, hey, komm, folgt mir auf Alexi Bexi oder sowas? Auf sowas bin ich immer nicht so hot. Ja, gut, ich hab's mir schon gedacht, aber ich dachte, ich biete es jetzt lieber einmal an. Hey, besucht meinen Kanal, lasst ein Abo da. Okay, das kommt jetzt wahrscheinlich in die Endcard-Liste.